Hallo liebe Freunde zum lang erwarteten Projekt Super Mario Sunshine. Und ich freue mich abartig und deswegen beginnen wir gleich mit diesem Spiel. Und Spielstand B, B müsste eigentlich, ja, 0 Insignie, das passt. So, jetzt landen wir endlich, nachdem wir den Trailer ja damals gesehen haben, endlich auf der Landebahn und mal schauen, was uns da erwartet. Mario immer noch im siebten Himmel, aber ja, ihr werdet jetzt schnell aus diesem Traum wieder erwachen, denn da liegt eine eklige Pfütze rum. Was ist passiert? Das frage ich mich auch gerade. Was ist da passiert? Was ist das? Dieser farbliche Schleim? Er bewegt sich. Hey Jungs, nicht anfassen! Ja, das sieht doch aus wie, hä? Peach denkt sich gerade, wie Mario. Entschuldigung, aber... Das war doch... ich kapier's nicht. Ich mache mir am meisten Sorgen, das Wohlfühlen der Prinzessin, wenn es so heiß ist. Meister Mario, würde ja wohl die Leute dort um Hilfe bitten? Ja, klar. It's me, Mario. Ich mach das, yeah. Mario, sei vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Alles klar. Und jetzt starten wir endlich im Spiel. Und wir sind mal wieder Red Cap Mario und... Wow. Ja, nicht ins Wasser. Naja, egal. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. So springt man. So geht da. Das funktioniert. Und yeah. So. Und ja. Einer, der spielt. Kisten. Und du regst dich auch ganz schön auf. Und was denn das? Ein Roboter. Power up. Aufladevorgang abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie sich für die Kräterfirma Git GmbH entschieden haben. Kundendaten registrieren. Personenwert gescannt und klassifiziert. Person als Mario identifiziert. Bewohner des Pilzkönigreichs Registrierung abgeschlossen. Ich bin der Dreckweg 0817, die neueste Erfindung der Git GmbH. Ich stehe zu Diensten. Yeah! Wir haben eine Düse, einen Dreck weg. Fortfahren mit Benutzereinweisung. Drücke R, um Wasser zu verspritzen. Drückst du R ganz nach unten, bleibst du stehen und spritzt Wasser. Durch Bewegen von kannst du zielen. Drücke X, um auf die Schwebedüse umzuschalten. Drücke anschließend R, um für kurze Zeit in der Luft zu schweben. Okay. Ist der Wasserdampf leer, kannst du nicht mehr spritzen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man nicht mehr spritzen kann. Um den Tank aufzufüllen, musst du ins Wasser und R drücken. Ja, wir können wieder spritzen. Hier. Anweisung abgeschlossen. Fortfahren. Geht klar. Nein, wir möchten die ganze Erklärung eigentlich nochmal hören. So. Yeah, und jetzt können wir endlich mit der Düse loslegen und mal gucken, wie das geht. So, okay, und so zieht man. Wechseln und yeah, das M wegmachen. Los, komm schon. Und yeah, eine Münze. Juhu. So, oh Gott, mein Controller, der will irgendwie gerade nicht so. So, jetzt geht's wieder. So, versuche, ob du das M von der Wand bekommst. Drücke R zum Spritzen. Nein. Ich möchte jetzt hier in der Story weiterkommen. Also, spritzen wir einmal da drauf. Und... was denn das? Bist du eklig. Attacke, 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 was ist jetzt los? Ja! Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Yeah! Und, die Kröte ist alles 3. Yeah! Und, yeah, we did it. He is tot. Der Schleim ist tot. Und... alles ist weg, alles wieder schön und... Was passiert jetzt? Oh, geil, eine Insignie. Das sind, lieber Mario 64, einfach die Sterne in diesem Spiel. Und die heißen Insignien. Und ich finde die eigentlich cooler wie die Sterne, keine Ahnung warum. Yeah, bravissimo! Wir haben Insignie Nummer 1 und, ja, wir werden dann mal sichern, würde ich mal sagen, ne? Ja. Und, ja. Gut, Controller funktioniert wieder. Mann, mein Controller will nicht. Jetzt. Sichern weiter. Ja, bitte. Speichervorgang. Eine Insignie gesammelt.
So, ja, es freut mich, dass ich endlich dieses Projekt anfangen kann. Gute Arbeit, Mario. Ein recht ungewöhnliches Gerät hast du da. Ist es eine Art Spritze? Ich heiße Trackback 0817. Hey, es kommt da jemand. Oh Mann. Irgendwie ganz schön fette, mit fetten Nasentypen und... WTF? Mario hockt im Knast. Mario, der Knastbruder. Die Verhandlung ist eröffnet. Wie Sie zweifellos wissen, hat jemand grundlos Isalde Findu durch eine färbliche Substanz entstellt. Der Angeklagte wird beschuldigt, unsere schöne Heimat verunreinigt zu haben, dadurch unser Lebensstil ernsthaft gefährdet zu haben. Wir könnten ihm Vorgänge nicht bewusst sein. Obwohl es in Piazza Delfino helllichter Tag ist, leben die Mitbürger in Angst in einem dunklen Schleier. Sonnenforscher haben herausgefunden, dass dieses Winter nicht auftaucht, weil unsere heiligen Symbole, die Insignien der Sonne, ihren Versammlungsort an der Porta Sola verlassen haben. Dies ist die Ursache, der Grund dafür ist sehr offensichtlich. Diese schreckliche Schmiere ist daran schuld. Hier ein Phantombild, das nach Zeugen und Aussagen erstellt wurde. Das ist Mario, oder? Die Wahrheit liegt auf Erden. Der Schuldige befindet sich unter uns. Es ist kein anderer als Mario! Einspruch! Abgelehnt. Im Namen des Volkes gilt Urteil. Schuldige soll hiermit bitte schön die ganze Insel mal säubern. Ehe er das nicht gemacht hat, darf er leider die Insel nicht verlassen. Tut mir leid. Na toll. Die Verhandlung ist geschlossen. Na toll, jetzt gucken wir im Knast, müssen wir die ganze Insel sauber machen und... Ey, was soll der Scheiß? Es scheint, als würdest du ganz schön in der Klemme sitzen, Mario. Eine Überprüfung der Daten ergibt, dass die Inselbewohner stark unter dieser Verschmutzung leiden. Wobei die Verschmutzung nicht das Hauptproblem darstellt. Mario, du hast dieses Symbol auf der Piazza Delfino gesehen, oder? Das ist eine Insignie der Sonne. Die Insignie sind der Ursprung der Kraft von Isla Delfino. Yeah. Sie versammeln sich in großer Anzahl an der Porta Sole. Aber das Geschmiere hat die Insel verschmutzt und fast alle Insignien sind verschwunden. Es gibt nun keine Kraft mehr, die den friedlichen Lebensstil der Inselbewohner schützt. Das ist sehr tragisch. Es gibt nur eine Möglichkeit sicherzustellen, dass die Insignien zurückkehren. Die Insel darf nicht noch nutziger werden. Der wahre Täter verrichtet sein Werk, während wir hier sitzen und reden. Und du, Mario, wirst wie ein Verbrecher behandelt. Morgen müssen wir alle in die Wege leiten, um diese Probleme zu lösen. Na, das werden wir doch glatt in die Hand nehmen jetzt. Und nein, ich möchte die Erklärung nicht nochmal hören. Gut, immer geradeaus, du kannst das Geschmiere nicht verfehlen. Als erst musst du diesen Schandfleck beseitigen. Und denk dran, wir behalten dich im Auge, Freundchen. Wir wissen, wenn du müßig gehst. Okay, das heißt, wir können jetzt endgültig, glaube ich, mal mit dem Spiel starten. Und müssen jetzt zu dem komischen Ort da. Und draußen fängt es an zu regnen. Wie cool. Endlich mal wieder ein bisschen kühlere Luft hier. Ja, und da werden wir uns doch gleich hinbewegen. Okay, die Steuerung funktioniert auch einwandfrei. Und ja, mich freut es echt, dass ich dieses Projekt endlich beginnen kann. Und ja, das wird bestimmt cool. Und, ja, es hat jetzt längere Zeit gedauert, der Trailer sollte ja eigentlich schon seit einem Monat losgehen, aber, ja. Oh Mario, ja, blablabla, wie auch immer. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall, dass es weitergehen kann, auch endlich losgehen kann mit dem hier und, ich hoffe, euch gefällt's. Die Qualität wird nicht unbedingt die beste am Anfang sein, weil ich mit meinem Programm noch ein bisschen üben muss und gucken muss, wie ich das alles mache. Von daher, vergibt mir die schlechte, Grafik und auch das Zucken zwischendurch, etc., etc., aber leider kann ich das nicht beeinflussen. Und, ja. Jetzt habe ich schnell mal das Fenster zugemacht und dabei auf den Bildschirm geschaut. Und, ja. So, genau, wir wollen dich jetzt töten. Und das dürfte funktionieren, oder? Schon wieder so nicht. Ich höre mir mit schlecht. Und auch nur in Kackbraun. Und jetzt stirb! Ja. Gut. So. Und... Stirb! So, wieder getroffen. Und noch einmal fehlt, würde ich mal wieder kurz sagen. Und... stirb! Gut. Auf jeden Fall freut mich, dass dieses Projekt losgehen kann, wie schon gesagt. Und wegen der Qualität, die wird sich noch ein bisschen steigern in nächster Zeit. Von daher, es bleibt jetzt nur am Anfang so ein bisschen schlecht. In Anführungszeichen.
Aber ja, Mario guckt ganz schön wild. Und das seht nur, auf dem Kopf der Statue. Was? Das ist doch... Bin er sich? In Blau? WTF? Mario? Ah, das gibt's doch nicht, das ist ja wirklich Mario. Und... Hä? Und was hat er... Was hat dieser Drecksack von Copy Mario bitteschön vor? Er nimmt... Prinzessin Peach? Alter, hinterher! Mann, ich will Prinzessin Peach wieder haben! Gib Gas, Mario. Eine Geiselnahme. Halte den Entführer mittels Wasser auf. Geht klar. So, das Wasser am besten so einsetzen? Ja, okay. So, und Attacke! Werde beschmutzt mit meinem spritzigen Wasser! Und au! Fuck. Nicht gut. Wo ist er lang? Wo ist er lang? Ah, da oben! Gut, und jetzt... Mann, geht doch da hoch! Jawohl, geht doch. Und jetzt gibt Gas und, da vorne ist er. Gut, und... Treffen! Mann, wir müssen das schon schaffen. Ja, komm schon. Mann, das zieht sich ganz schön in die... Au! Länge. So, jetzt, lauf hinterher und jetzt... Ja, noch mehr Wasser aufspitzen, noch mehr. Noch mehr, hallo. Hab jetzt... Oh, danke. Das ist nicht fair, absolut unfair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese zu benutzen. Tja, Pech gehabt, aber ich hab's. Und, hä? Er läuft zur Piazza Bianco ihm nach. Hinterher. Attacke, los. Auf, lauf, da ist er. Yeah. Und was zum Geier macht er? Hallo? Ja. Er macht ein M. Ein farbliches M und geht da rein. Das bespritze ich jetzt einfach mal mit Wasser. Komm schon. Yeah, und somit ist das erste Level für uns geöffnet. Und ich würde sagen, Attacke. Und wir sind zu ekligen Farbflächen geworden. Und nun stellen wir uns der ersten Aufgabe in Monte Bianco. Fahrt zur großen Mühle. So, jetzt sehen wir das erste Level hier in diesem Spiel. Oh, ich freue mich so. Ich mag die Level voll in diesem Spiel. Die sind so toll. Und wie ihr seht, grafisch ziemlich so ein bisschen Karibik und so mäßig gemacht. Wirklich cooles Urlaubsfeeling hier. Also muss man sagen, passt zum Sommer eigentlich. Und ich hoffe bei euch, wenn ihr das schaut, ist gerade Sommer, weil das passt irgendwie total dazu. Ja, zum Thema Zelda Majora's Mask möchte ich noch anmerken. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich das wieder starten werde. Jetzt werde ich mich erstmal auf dieses Let's Play und auf Mario World noch ein bisschen konzentrieren. Sobald Mario World beendet ist, wird es auch mit Zelda weitergehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach der zweiten Insignie. Uns bleiben noch knapp, würde sagen, 2 Minuten, bis der Part leider zu Ende ist. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch. Komm schon, gib Gas. So. Trifft. Jawohl. Und... nein. Schon wieder so ein kackbraunes, ekliges Viech. Wasserpumpe rausholen und bespritzen. Yeah. Meins. Nummer 2. Einmal fehlt noch. Oh, Mann. Du sollst nicht begießen. Du sollst ihn treffen, Mann. Treffer. Yeah. We did it. Yeah, und was passiert jetzt? Okay. Ja, eine Brücke. Sehr nice. Das brauchen wir dann für die zweite Insignie hier. Und, ja. Sollen wir daher holen wir uns jetzt mal Insignie Nummer 1 in diesem Level und somit insgesamt unsere zweite Insignie, wenn ich mich davor, ja. Jetzt haben wir es. Und Mario hat eine dreckige Nase. Bravissimo! Wunderbar! Und jetzt speichern wir und, somit ist dieser erste Part dann auch schon vorbei. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen jetzt schon mal. Es hat mir Spaß gemacht, diesen ersten Part endlich aufnehmen zu können. Und ja, wie gesagt, wegen der Qualität, das wird noch besser. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Freut euch, wenn es weitergeht. Und ich freue mich abartig, da ich dieses Let's Play weiter endlich anfangen kann. Und von daher, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao.